Hallo, ich grüße dich. Ungeschminkt, aber nicht fern der Heimat. Im Gegenteil, ich habe das ganze Pfingstwochenende im Bett verbracht. Mich hat es komplett zerlegt am Pfingstsonntag. Ich habe eine Entgiftung gemacht und dann kam eine Krankheit obendrauf und wie soll ich sagen? Es war so schlimm, Migräne, Husten, der Hals, mein Kopf ist explodiert, es war furchtbar. Ich wollte nur noch sterben. Ich meine das ehrlich. Und ich war wie ein Zombie, nicht von dieser Welt. Und es hat mir bewusst gemacht, einmal mehr, wie viele Menschen leiden. Und das meistens ja im Stillen. Es ist so viel Leid in dieser Welt, was wir nicht sehen können. Ich meine nicht das Offensichtliche im Krieg, ganz klar. Nein, ich meine auch das tagtägliche Leid von Krankheiten, von Verletzungen, mentalen Verletzungen, psychischen Verletzungen und diese Schmerzen. Wenn wir alle schreien würden, wenn wir Schmerzen hätten, ständig, dann könnten wir es gar nicht mehr aushalten. So laut wäre das. Auf jeden Fall möchte ich an dieser Stelle meinen Dank aussprechen an alle Menschen, die leiden und das ertragen im Stillen, aber auch dadurch aufwachen und daran wachsen und sich damit zeigen. Und deswegen zeige ich mich hier auch so, weil ich immer mehr merke, es wenn man anfängt zu erwachen, aufzuwachen, dann ist es wichtig, sich so zu zeigen, wie man ist. Und auch in dieser Verletzlichkeit. Und dir zu zeigen, du bist nicht alleine. Und ich weiß, ich bin nicht alleine. Wir sind zusammen, all das. All das Leid, all die Freude, wir haben das alles zusammen kreiert. Und jetzt, in diesem Prozess des Erwachens, können wir da herauswachsen. Und das ist letztlich die gute Botschaft. Und Menschen, die wirklich Übermenschliches leisten, wie zum Beispiel Michael J. Fox, mit seiner Parkinson-Krankheit, wie er damit umgeht, und was er dadurch bewirkt in dieser Welt, ist wirklich ja übermenschlich. Und das zeigt, dass wir alle, wenn wir authentisch leben und wach sind, eine unglaubliche Wirkungskraft entfalten. Falls du den Film noch nicht gesehen hast von ihm, Still auf Apple TV, ich kann ihn dir nur ans Herz legen. Guck ihn dir an. Er ist nicht traurig, aber er berührt. Er ist wunderschön. Also, falls du auch Schmerzen hast, du bist nicht allein. Alles Liebe.